Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend wieder zu einer weiteren Lesung, die 16. müsste das inzwischen sein, aus dem wunderbaren Buch Romanismus und die Reformation, aus dem Englischen übersetzt von Bruder Maximilian. Ein Buch, das Henry Gretton Guinness 1888 veröffentlicht hat aufgrund seiner Lesungen, die er ein Jahr zuvor 1887 in Exeter Hall in London gehalten hat, vor einem Publikum von Hunderten, teilweise Tausenden von Menschen. Eine riesige, ausverkaufte Halle. Alle Leute darin, die unbedingt hören wollten, was Henry Gretton Guinness, ein protestantischer Autor, zu sagen hat über Romanismus und Reformation. Wie definiert sich der Romanismus biblisch und wo können wir als bibelgläubige Christen nachlesen und Versicherung erhalten, dass der Romanismus, den wir heutzutage als römisch-katholische Organisation in dieser Welt kennen, wirklich die Synagoge Satans ist und dass der Vorsitzende dieser Kirche, der Papst, der Antichrist der Bibel ist. Damit hat Henry Gretton Guinness sich beschäftigt. Und er beweist dies in seinen Vorträgen aufgrund der Prophezeiungen des Propheten Daniel aus dem Alten Testament, des Apostels und Propheten Paulus im Neuen Testament und außerdem noch abschließend von Johannes. Zu dem kommen wir im vierten Vortrag. Wir sind aber heute immer noch eben im dritten Vortrag drin. Und zwar sind wir immer noch bei den Punkten, die wir letztes Mal besprochen hatten. Diese 12 Punkte, wo wir verstehen, dass die römisch-katholische Kirche in ihrem Konzil im 8. Jahrhundert an das nizänische Glaubensbekenntnis zugefügt hat, mit dem vorher die Protestanten einverstanden waren. Das originale Glaubensbekenntnis aus Nizäa ist absolut mit der Bibel übereinstimmend. Aber dann hat die römisch-katholische Kirche im 8. Jahrhundert hier 12 Punkte zugefügt und wir haben davon bis jetzt 10 besprochen. 2 müssen wir also noch besprechen. Und da sehen wir ganz deutlich, wie die römisch-katholische Kirche da aufgrund ihrer Macht, die sie besitzt, dieses Glaubensbekenntnis auf eine Art und Weise abändert, dass es nicht mehr in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Wir hatten also letztes Mal die ersten 10 Punkte besprochen und heute haben wir noch die nächsten vor uns, plus den Rest dieses dritten Vortrages, bevor wir zum vierten Vortrag von Johannes da kommen. Und in Punkt 11 sagt der Autor hier, ich bekräftige auch, das muss man also als römischer Katholik ja im Grunde dann verkünden, dass man, wenn man in dieser Kirche ist, dass man eben dieses nizänische Glaubensbekenntnis akzeptiert. Unter Punkt 11 sagt dann derjenige, ich bekräftige auch, dass die Macht des Ablasses von Christus in der Kirche belassen wurde und dass ihr Gebrauch für die Christen am heilsamsten ist. Nun, ich will da jetzt nicht allzu weit drauf eingehen, auf den Ablasshandel in der römisch-katholischen Kirche. Ich muss mir hier nur mal eben eine DVD nehmen. Ich habe vor einiger Zeit von einem befreundeten Paar, die meine Videos auf YouTube entdeckt haben und mich eine ganze Zeit lang mit wunderbaren Büchern unterstützt haben und jetzt beleidigt sind und das nicht mehr tun, mal ein Geschenk bekommen in Form von 5 DVDs. Das ist ein Film, der heißt Martin Luther. Und ist aus der ehemaligen DDR, ja, also ein Film, der zum 500. Geburtstag von Martin Luther damals produziert wurde, 1983, mit Ulrich Thein, der hier den Martin Luther darstellt. Das sind in total knapp 6 Stunden, also ein sehr tiefgehender Film. Und in diesem Film kommt eine Szene vor, dafür alleine lohnt sich das schon, wo Luther angesprochen wird auf den Ablasshandel und der Kardinal ist es, glaube ich, in Augsburg, wo er dahin muss, bevor er nach Worms gerufen wird, ihn darauf anspricht auf den Ablasshandel und er sagt, in der und der Stelle in der Bibel, damit erklären wir, dass der Ablasshandel durch Jesus eingesetzt wurde und Martin Luther
dementiert das und erklärt ihm, wie das wirklich gemeint ist. Das ist ja immer, bei römischen Katholiken ist das ja immer so, es ist ja meistens eine Auslegungssache, in diesem Fall auch. Und das kommt in diesem Film vor. Der Film heißt einfach nur Martin Luther, kann man unter anderem sehen auf der Webseite www.große-geschichten.de. Kann man sich offiziell im Internet, glaube ich, auch heute noch bestellen. Ich habe das halt hier. Ja, ich kann das natürlich nicht veröffentlichen, weil das ist ja urheberrechtlich geschützt, sonst hätte ich das schon längst auf meinem Kanal veröffentlicht, weil das ist ein ganz toller Film. Wie gesagt, das sind, wie viele DVDs sind das denn überhaupt hier? 1, 2, 3 Stück für alle 5 Teile oder was? Auf jeden Fall absolut sehenswert, um sich die Filme mal anzugucken. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, von Regisseur Kurt Fett heißt er hier. Aus dem DDR-Fernseharchiv, ein Film ab 12 Jahren. Und da kommt das drin vor. Aber wir wissen natürlich als bibelgläubige Christen, dass wir unsere Sünden nicht, dass wir uns von unseren Sünden nicht freikaufen können durch irgendwelches Geld, das wir der Kirche oder einem Priester oder sonst wem bezahlen, sondern dass wir nur von unseren Sünden freigemacht werden können, wenn wir uns an unseren Erlöser und Erretter Jesus Christus wenden und ihn um Vergebung unserer Sünden im Namen oder an den Vater wenden und im Namen des Vaters von Jesus Christus um Vergebung der Sünden bitten und Jesus Christus dann als Mittler zwischen uns und dem Vater auftritt und durch sein vergossenes Blut vor 2000 Jahren ungefähr am Kreuz uns von unseren Sünden reinwascht. Und unser Glaube an ihn nimmt uns dann die Sünden weg. Jesus Christus wird für uns zur Sünde. Das ist die Lehre der Bibel. Aber in diesem nizänischen Glaubensbekenntnis steht, ich bekräftige auch, dass die Macht des Ablasses von Christus in der Kirche belassen wurde und dass ihr Gebrauch für die Christen am heilsamsten ist. Also eine hundertprozentige fette Lüge hier in diesem Fall. Punkt 12. Ich erkenne die heilige katholische und apostolische römische Kirche an, die Mutter und Herrin aller Kirchen. Und ich verspreche und schwöre dem römischen Bischof, dem Nachfolger des heiligen Petrus, dem Fürsten der Apostel und Vikar Jesu Christi, den wahren Gehorsam. Also ihr werdet mich jetzt entschuldigen, wenn ich über diesen 12. Punkt nicht näher oder nicht allzu tief drauf eingehe. Weil, wenn ich damit anfange, dann dauert diese Sendung 5 Stunden. Ja? Es fängt schon mal damit an. Ich erkenne die heilige katholische und apostolische römische Kirche an. An der katholischen und römischen Kirche ist a. nichts heilig und b. nichts apostolisch. Sie ist auch nicht die Mutter und Herrin aller Kirchen. Weil, selbst wenn man sagen würde, vom ja, aber das sind doch die ersten Christen. Ja, da sagt die Bibel aber ganz deutlich, die ersten Christen wurden in Antioch Christen genannt und nicht in Rom. Ich habe eine 17-teilige Serie gemacht über Simon Petrus, also da geht es dann um Petrus den Apostel, gegen Simon den Zauberer. Eine 17-teilige Serie in Englisch. Es tut mir dann leid für diejenigen, die kein Englisch verstehen. Diejenigen, die Englisch verstehen, sollten sich diese Serie ganz dringend anschauen. Die ist auf meinem 4. YouTube-Kanal, Jörg Glissmann, in Englisch komplett hochgeladen und wird in der Zukunft auch noch auf meinem Hauptkanal hochgeladen werden. Nur im Augenblick habe ich dazu viele andere Dinge, die wichtiger sind, die da erst hochgeladen werden. Aber in dieser 17-teiligen Serie gehen wir da explizit drauf ein, implizit und explizit drauf ein, dass Petrus a. niemals in Rom war, dass Petrus also auch nicht der erste Papst war, dass es keine sukzessive apostolische, ein apostolisches Erbe gibt, also von ein Bischof Roms auf den nächsten übergehend die apostolische Sukzession, die man ja auch gut nachlesen kann, was es für eine Falschlehre ist, in Dave Hunt seinem Buch Die Frau und das Tier, hatten wir ja auch, einer der letzten Lesungen hatten wir ja auch zweimal in das Buch geschaut. Ihr erinnert euch noch an die isidorischen Dekretale und die Schenkung von Konstantin, da in dem Buch behandelt worden. Auch darüber kann man in dem Buch von Dave Hunt sehr gut lesen. Und dass die römisch-katholische Kirche nicht die Mutterkirche ist, sondern dass, wie gesagt,
Die Christen wurden erst Christen in Antioch genannt. Und es gab viele andere Kirchen, die vor der römischen Kirche gegründet wurden. Und die römische Kirche, die damals von den Aposteln gegründet wurde, ist nicht die römische Kirche, die wir heute als römisch-katholische Kirche kennen. Sondern die römisch-katholische Kirche, die wir heute kennen, wurde gegründet von nicht Simon Petrus, dem Apostel, sondern von Simon dem Zauberer, den wir kennen aus Apostelgeschichte Kapitel 8. Das ist natürlich etwas, wenn ihr fragt, ach Jörg, lest das doch mal, macht da mal eine Bibelstudie drum, Apostelgeschichte Kapitel 8, das bin ich gern bereit zu machen. Ansonsten sage ich, verweise ich auf meine englische Lesung, 17 Teile, knapp, ich schätze mal alles zusammengenommen, 18 bis 20 Stunden, weil nicht alles ist genau eine Stunde, manchmal auch ein bisschen länger. Die habe ich aufgenommen mit Bruder Brett Norman im Englischen und auch Bruder Michael, der ja auch hier uns hierbei ist bei diesen Lesungen. Der war auch damit bei und hat da auch seinen sprichwörtlichen Senf zugegeben. Also wir haben da wunderbar in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist und in dem sein Verständnis mit uns dreien dafür gesorgt, dass wir das Buch von Ernest L. Martin gelesen haben, der da ein ganzes Buch drüber geschrieben hat mit 34 Seiten, eher ein Pamphlet als ein richtiges Buch, und eine 24-seitige PDF-Einleitung von Presence of God Ministry, .org, die übersetzt wurde von, wenn ich mich nicht irre, war das Bruder Victor. Ich will jetzt hier keine, das muss Victor gewesen sein, der mir das übersetzt hat. Und daraufhin haben, das hat man gar nicht übersetzt, ich habe es ja in Deutsch gemacht, was erzähle ich denn hier? Es war ja in Englisch die Lesung, war ja gar nicht übersetzt ins Deutsche. Oh, das könnte Victor dann vielleicht ja irgendwann mal machen. Bruder, Entschuldigung. Hast ja schon genug Aufgaben. Also, nein, ich habe das ja in Englisch gemacht. Und die Webseite von Presence of God Ministry ist ja in Englisch. Da habe ich 24 Seiten in PDF rausgekopiert. Und da haben wir dann drüber gesprochen. 24 Seiten Einleitung, 34 Seiten das Buch von Ernest L. Martin. 17 Videos, wo ganz, ganz deutlich dieser Punkt besprochen wird. Petrus, der Apostel, war nie in Rom, war nicht der erste Papst, war auch nicht der erste Bischof von Rom. Und die wahre Gründung der römisch-katholischen Kirche geht zurück auf Simon Magus, den wir kennenlernen, Simon den Magier, in Apostelgeschichte Kapitel 8. So viel zu dem Thema. Also da werde ich dann hier nicht allzu weit drauf reingehen. Also die heilige katholische und apostolische römische Kirche, die Kirche ist nicht heilig, die katholische. Und sie ist auch nicht apostolisch, weil sie hat mit dem Apostel nichts, wo auch gar nichts zu tun. Sie ist auch nicht die Mutter aller Kirchen und sie ist schon gar nicht die Herrin aller Kirchen. Aber sie ist die Hure aus Babylon. Und ich verspreche und schwöre dem römischen Bischof, dem Papst heutzutage, dem Vicarius Filii Dei, ja, dem Fürsten der Apostel und Vicar Jesu Christi in Römisch, also in Latein, heißt Vicarius Filii Dei. Und wenn man dann das römische Nummernzahlensystem nimmt, wo also dann jeder Buchstabe eine Zahl hat und ein Buchstabe, der keine Zahl hat, ist der Wert 0, wenn man das nimmt aus Vicarius Filii Dei, dann hat man 666. Das haben wir ja auch schon mal an verschiedenen Stellen, dachte ich, besprochen. Gehen wir nochmal hier auf meine Bilderdatei zurück. Upsike. Wo ist denn das hier? Meine Bilderdatei. Da kann ich euch das nochmal raussuchen. Ich glaube, mit 666 müsste man das finden. Ne? Da gibt es das doch. Hier zum Beispiel der Name Latinos. Ja? Name der Kraft Latinos, also der lateinische Mensch. Ja? Und dann der Zahlenwert der Buchstaben. L-A-T-E-I-N-O-S, das ist in Latein, das ist hier in Griechisch. Und dann summt sich das ab auf 666. Und hier haben wir zum Beispiel überhaupt die ursprünglichen Zahlen, die es in Rom gab. Das M kam erst später dazu. Das wird wunderbar erklärt in dem Buch von Tapa Sorci, Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, das Stefan ja ins Deutsche übersetzt hat. Das könnt ihr da nachlesen, wie das M entstanden ist, das für 1000 steht. Früher gab es nur DCLXVI, also mit anderen Worten 500, 150, 10, 5, 1, 666 in total, das numerische System von Rom. Und wo habe ich jetzt das hier mit dem Vicarius Filii Dei? Steht das hier irgendwo? Hier zum Beispiel
Italica Ecclesia, ne? Also Italian Church, italienische Kirche, auch hier in dem System, das ist jetzt aufgrund der griechischen Buchstaben, endet das auf 666. Vicarius Filii Dei, ne? In Latein Vicar of God's Son, also der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, das endet auf 666. Dux Cleri, halt der Kopf des Klerus, das ist der Papst, ja. Helatine Basilia, also das lateinische Königreich, und Latenos aus dem Griechischen. All diese Buchstaben, Nummernkombinationen enden auf 666. Also mehr als deutlich genug, dass das hier über den Papst geht, den römischen Bischof, den Nachfolger nicht des heiligen Petrus, aber des Simon Petrus, des Simon, also nicht des Simon Petrus, sondern Simon des Zauberers, Simon Magus, dem Fürsten der Apostel und Vikar Jesu Christi, den gewahren Horsam. Das erkennt man hier an, wenn man dieses neue nizänische Glaubensbekenntnis spricht. Jetzt kommen wir hier noch auf den 13. Punkt. Verstehe ich jetzt auch nicht, weil er sagte ja vorher 12 und vielleicht haben sie noch einen zugetan. Ich bekenne und empfange auch alle anderen Dinge, die von den heiligen Kanonen und Konzilien, insbesondere vom heiligen Konzil von Trient, verkündet, definiert und ausgerufen worden. Also nochmal, wir hatten ja vorher bereits schon gelernt, dass das zwischen Anführungszeichen heilige Konzil von Trient als Dogma hier anerkannt wird. Hier wird das jetzt noch einmal bestätigt. Ich bekenne und empfange auch alle anderen Dinge, die von den heiligen Kanonen und Konzilien, insbesondere vom heiligen Konzil von Trient, verkündet, definiert und ausgerufen wurden. Das dürfte dann also eine spätere Zusetzung sein, weil gerade eben die 12 Punkte gingen ja um das nizänische Glaubensbekenntnis von aus dem 8. Jahrhundert, was dazu gefügt wurde. Und hier wurde das dann nochmal im 16. Jahrhundert vom Konzil von Trient zugefügt. Und entsprechend verdamme, verurteile und verfluche ich auch alle Dinge, die in Widerspruch dazu stehen, also zu dem heiligen Konzil von Trient, ja, was im Widerspruch dazu steht, das verdamme, verurteile und verfluche ich, und alle Häresien, die von der Kirche verdammt, verurteilt und verflucht worden sind. Und wie gesagt, im Konzil von Trient wurden 125 Verdammungen, Verfluchungen ausgesprochen auf die protestantische Lehre oder auf die Bibellehre, um es mal so zu nennen. Na? Diesen wahren katholischen Glauben, aus dem keiner erlöst werden kann, welchen ich nun uneingeschränkt bekenne und wahrhaftig bezeuge, ich, Name, verspreche, gelobe und schwöre. Was sagt denn die Bibel bitte schön über das Schwören? Dasselbe vollständig und ganz mit Gottes Hilfe bis zum Ende meines Lebens zu bewahren und zu bekennen und, soweit es in meiner Macht liegt, dafür zu sorgen, dass dasselbe von allen, die unter mir stehen oder mir durch mein Amt anvertraut sind, aufrechterhalten, unterrichtet und gepredigt werden soll, so helfe mir Gott und diese heiligen Evangelien Gottes. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, ne? In der ersten Sendung, Papst Pius ist das hier. Pius, ja, das ist das. Hatte ich vorhin angewiesen. Dieses Glaubensbekenntnis von Papst Pius dem IV. ist der maßgebliche päpstliche Inbegriff des Kanons und Dekrete des Konzils von Trient. Die Bedeutung dieses Konzils hängt von den Überlegungen ab, dass seine Aufzeichnungen die feierliche, formelle und offizielle Entscheidung der Kirche von Rom verkörpern. Diese Kirche von Rom behauptet, die eine heilige, unam sanctam, katholische Kirche Christi zu sein. Universelle. Für alle führenden Lehren der Reformer beansprucht die katholische Kirche, dass diese durch alle Romanisten als von unfehlbarer Autorität empfangen werden. Und dass jeder päpstliche Priester geschworen hat, alles zu empfangen, alles zu bekennen und alles zu bewahren, was vom Konzil von Trient definiert und erklärt wird. Ein Zitat, das kommt aus einem Werk von W. Cunningham, Historical Theology, also historische Theologie. Zur Veranschaulichung ihrer Rezeption und Aufrechterhaltung in der heutigen Zeit
durch das unfehlbare Oberhaupt der römischen Kirche und durch das gesamte Konklave der römisch-katholischen Bischöfe verweise ich Sie auf Ihre Tätigkeit im vergleichsweise jungen Konzil des Vatikans. Was sagt Henry Gretton Guinness hier in anderen Worten? Zur Veranschaulichung Ihrer Rezeption, also Ihres Annehmens und Aufrechterhaltung in der heutigen Zeit, sprich Ende des 19. Jahrhunderts, 1880er Jahre, durch das unfehlbare Oberhaupt der römischen Kirche, ja, der Papst wurde auf dem ersten Vatikanischen Konzil 1870 für unfehlbar erklärt, wenn er über Glaubensdoktrin oder Glaubenslehre spricht, ex cathedra von seinem Thron, dann ist er unfehlbar. Und durch das gesamte Konklave der römisch-katholischen Bischöfe, die Konklave, das ist diese Versammlung auch der Kardinäle, die den neuen Papst wählen, ja, weil der wird nicht bestimmt durch Handauflegen von dem einen auf den anderen, so wie es eigentlich apostolische Sukzession sein sollte. Nein, nein, das ist eine Konklave, die das bestimmt. Verweise ich auf Ihre Tätigkeit im vergleichsweise jungen Konzil des Vatikans. Also das ist 1870 gewesen, wenn der Autor das hier schreibt. In den 1880er Jahren ist das eben nochmal vergleichsweise jung. Mit anderen Worten, es ist nochmal gerade eben passiert. Beachten Sie das fast unglaubliche Schauspiel von 1870. Dieses Theater, das Sie uns da vorgespielt haben. Beachten Sie die 700 Bischöfe der Kirche auf der ganzen Welt, die sich in Rom am Hochaltar des heiligen Petrus versammelt haben. Sehen und hören Sie sie! In diesem romanistischen Buch mit dem Titel Der Stuhl des St. Peter auf Seite 497 wird die Szene beschrieben. Henry Gretton Guinness hält hier einen Vortrag und hält das Buch in die Höhe und zitiert aus dem Buch. Der Papst rezitierte mit lauter Stimme das Glaubensbekenntnis, nämlich das Glaubensbekenntnis von Nizza, also Nicea, und Konstantinopel, also der Ostkirche, zusammen mit den Definitionen des Konzils von Trient, genannt das Glaubensbekenntnis von Papst Pius IV. Der hat also das Glaubensbekenntnis von Nicea, das ja ursprünglich im 4. Jahrhundert entstanden war, von Konstantinopel, das spätestens entstanden war nach dem Schisma der Ost mit der Westkirche 1054 und zusammen mit den Definitionen des Konzils von Trient, das entstanden war im 16. Jahrhundert, das mischt er alles zusammen, ja, der Papst Pius IV., das ist sein Glaubensbekenntnis, das vom Bischof von Fabriano laut vorgelesen wurde, dann für 2 Stunden. Um die Worte einer der anwesenden Prälaten zu nutzen, haben die Kardinäle, die Patriarchen, Primaten, das erinnert mich immer irgendwie an Affen, das sind doch auch Primaten, ne? Erzbischöfe, Bischöfe und andere Väter des Konzils ihrer Zustimmung zum selbigen Ausdruck verliehen, indem sie die Evangelien auf dem Thron des Hauptes der Kirche küssten. Ein wahrhaft erhabenes Spektakel. Diese 700 Bischöfe aus allen Teilen der Erde, die Vertreter von mehr als 30 Nationen und von 200 Millionen, zwischen Anführungszeichen, Christen, die sich so offen zu einem gemeinsamen Glauben bekennen, in Gemeinschaft mit dem einen und höchsten Pastor und Lehrer aller. Ende Zitat. Damit ist natürlich der Papst gemeint. Ja, das Glaubensbekenntnis von Trient, die Kanons und Dekrete von Trient, das Glaubensbekenntnis von Antichrist Pius IV., die 12 Artikel, die Rom dem alten nizänischen Glaubensbekenntnis hinzugefügt hat, das Opfer der Messe, die Transsubstantiation, die Kommunion in einer Art, die ich vorhin ja angesprochen hatte, nur noch das Brot geben, der Wein ist den Priestern vorbehalten. Die 7 Sakramente, die Traditionen, römische Interpretation, mal eben das Bild verändern hier, Entschuldigung, ja, die Kommunion einer Art, die 7 Sakramente, die Traditionen, römische Interpretation,
päpstliche Zeremonien, Rechtfertigung durch Werke, Fegefeuer, die Lehre des Fegefeuers, Anrufung von Heiligen, die keine Heiligen sind, aber Tote, Nekromantie, Ablasshandel, Anbetung von Bildern, absolute Überlegenheit des Antichristen, Papstes als Vikar, Stellvertreter Christi und keine Rettung aus der Vereinigung und Gemeinschaft mit ihm und Unterwerfung unter ihn. Sie bekannten und bekundeten sie alle und schworen ihnen die Treue und küssten die heiligen Evangelien in feierlichem Zeichen vor Himmel und Erde. Der Name Pius steht für der Fromme. Oh, Glaubensbekenntnis von Pius oder Impius, also der Unfromme, wie er es eigentlich verdient hätte, genannt zu werden. Oh, Lehren von Trient, feierliche, formale, offizielle Entscheidung der Kirche von Rom über alle großen Lehren, die von den Reformatoren gelehrt wurden, Roms Antwort auf die Reformation. Ihre bewusste, endgültige Ablehnung und Anathema, also Verfluchung ihrer gesegneten Lehren und Bekenntnisse, die aus dem heiligen Wort Gottes stammen. Oh, Glaubensbekenntnis von Trient und des unverschämten Priesters, dessen Wort das Wort Gottes durch Fabeln und Lügen verdrängt. Du bist die schreckliche Entscheidung der abtrünnigen lateinischen Christenheit über die Kontroverse der Zeitalter. Eine Entscheidung, an der Rom jetzt unveränderlich semperiadem festhalten muss. Versiegelt als unfehlbar, bekannt, unverbesserlich, unreformierbar zu sein. Oh, bedeutsame Tatsache! Du bist ein Mühlstein um den Hals des römischen Papstes, der Kardinäle, der Erzbischöfe, der Bischöfe, der Priester, des Volkes, der ganzen päpstlichen Kirche. Ein mächtiger Mühlstein, der sie in Zerstörung und Verdammnis versenken muss. Es gibt kein Abschütteln. Sie haben sich selbst dazu verdammt, dich zu tragen. Sie haben geheiratet und sich an deine tödlichen Lügen gebunden. Sie haben dich besiegelt, haben dir geschworen, unfehlbar und unverbesserlich zu sein und haben sich selbst dazu verdammt, für immer bei dir zu bleiben. Es ist vollbracht. Das letzte Wort Roms ist gesprochen. Ihr Schicksal ist besiegelt. Ihr Schicksal ist fixiert durch ihr eigenes Handeln, ihre eigene Äußerung, ihren eigenen Eid. Einzelne können entkommen, können aus dem System fliehen. Offenbarung 18, Vers 4. Aber als Kirche ist sie über die Genesung hinaus und völlig außerhalb der Reichweite der Reformation. Oh, dass Tausende davon entkommen, solange noch Zeit ist. Oh, dass sie den ernsten, dringenden Ruf hören würden. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Oh, dass sie aus ihrer blinden und erbärmlichen Unterwerfung unter die Tyrannei der Heuchler erwachen würden, während es Raum für Reue gibt. Während es noch Raum für Reue gibt. Und nun zum Schluss. Wir haben kurz, aber deutlich gezeigt, dass der Romanismus der Nachkomme des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit ist, welches in apostolischen Zeiten zu wirken begann. Simon Magus. Dass es durch Heuchelei, durch Askese, durch das Verbot von Fleisch und Ehe, durch Aberglaube und Götzendienst, durch die Verehrung von Reliquien und Bildern, von Heiligen und Engeln, durch die Vermehrung von Vermittlern, durch falsche Wunder, durch lügende Zeichen und Wunder, und durch Lehren und Verordnungen, die den Lehren und Geboten Christi widersprechen, gekennzeichnet ist. Wir haben gezeigt, dass die päpstlichen Pontifexe sich über alle Bischöfe und vor allem Könige erhoben haben. Dass sie neue Artikel des Glaubens und neue Regeln der Disziplin geschaffen haben. Dass sie die Bedingungen des Heils geändert haben. Dass sie die Vergebung der Sünden gegen Geld verkauft
und die unschätzbaren Gaben der Gnade gegen egoistischen Gewinn eingetauscht haben, dass sie ihre tödlichen Lehren an die Seelen zahlloser Millionen durch monströse, tyrannische Drohungen und Denunziationen gebunden haben, dass sie das Licht der Wahrheit hartnäckig verworfen haben, dass sie entschlossen und zornig denen widerstanden haben, die ihre Unverschämtheit getadelt haben, dass sie gegen sie ihre Bullen und Verbote, ihre Exkommunikation und Verfluchungen gedonnert haben, dass sie mit ihnen und mit den treuen Heiligen vieler Zeitalter Krieg geführt und sie mit langen und grausamen Verfolgungen, mit berüchtigten und unmenschlichen Massakern überwältigt haben, dass sie gegen sie nicht weniger als einen Vernichtungskrieg geführt haben, indem sie die ganze Kraft und Maschinerie des widerstandslosen Römischen Reiches sowie die geistlichen Kräfte der abtünigen christlichen Kirche ausübten, dass sie mit dem mächtigen Wirken des Satans, mit allen Kräften, Zeichen und Wundern der Lüge gegen Christus, gegen seine Lehre, gegen seine Gebote, gegen sein Volk und seine Sache und gegen Christus, selbst gegen Gott und gegen ihn, den Herrn des Himmels und der Erde, Krieg geführt haben und gegen ihn und ihre kühnen Verbote und Anathemen geäußert haben, dass sie sich selbst in seinem heiligen Tempel intronisiert und auf seinen heiligen Gesetzen herumgetrampelt und seine Heiligen und Diener niedergetreten haben. Und während sie Taten von enormer und unbeschreiblicher Bosheit begehen, haben sie gotteslästerlich behauptet, seine einzigen Vertreter sowohl in der Kirche als auch in der Welt zu sein. Also temporal und spirituell. Sie haben sich von seinem Geist inspirieren lassen, unfehlbar in ihren Lehren und Verordnungen zu sein, Vizechristen zu sein, Vizegötter zu sein, mit anderen Worten, wie Christus zu sein, als Gott selbst sichtbar auf der Erde offenbart zu sein. Wir haben weiter gezeigt, dass Propheten und Apostel den Aufstieg, die Herrschaft und den Untergang einer so großen abtrünnigen Macht voraussahen und voraussagten, indem sie es als kleines Horn des vierten oder römischen Reiches bezeichneten, das über Intelligenz und Aufsicht verfügte und einen Mund hatte, der große Dinge und Blasphemie sprach, eine politische und kirchliche Macht, ein römischer Herrscher, aber ein Aufseher in der christlichen Kirche. Eine Macht, die beim Zerfall des alten römischen Reiches entsteht und mit den Königen seines geteilten gotischen Staates koexistiert. Eine Macht, die vom Satan inspiriert ist und durch falsche und lügende Wunder herrscht. Eine Macht, die aus einem Geheimnis der Gesetzlosigkeit entspringt und durch jede Täuschung der Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist. Eine gesetzlose, eine selbstverherrlichende Macht, die göttliche Vorrechte beansprucht und von verblendeten Millionen, Milliarden in 2018, die Unterwerfung und Huldigung empfängt, die Gott allein zuteil werden sollte. Eine Macht, die sich durch übermäßige persönliche Sündhaftigkeit und die weit verbreitete Förderung der Sünde in anderen auszeichnet. Vor allem eine Verfolgungsmacht. Eine Macht, die Krieg mit den Heiligen führt. Inquisition. Kreuzzüge. Und sie erschöpft während ihrer langen Karriere der stolzen Usurpation und triumphalen Tyrannei. Diese inspirierten Worte der Prophezeiung und diese unbestreitbaren Tatsachen der Geschichte stimmen überein. Prophezeiung,
wurde in unbestreitbaren Tatsachen der Geschichte erfüllt und bewiesen. Das römische Papsttum wird durch das weitreichende Licht des göttlich geschriebenen Wortes offenbart. Sein Porträt ist gemalt. Sein Geheimnis ist durchdrungen. Sein Charakter, seine Taten sind gezeichnet. Seine tausend Schleier und Ausflüchte sind weggerissen. Die schonungslose Hand der Inspiration hat es ausgezogen und es auf der Bühne der Geschichte stehen lassen. Verformt und nackt. Eine dunkle Ausstrahlung aus der Grube. Blutbefleckt und gotteslästerlich. Blind kämpfend in den konzentrierten Strahlen der himmlischen Erkenntnis inmitten der vorwarnenden Donner und Blitze seines sich schnell nähernden Unterganges. Über diesen Untergang werden wir in der Zukunft noch sprechen, wenn wir die Prophezeiungen des Johannes durchlesen werden. Die Prophezeiungen des Johannes sind die Prophezeiungen von Jesu Christi, das Buch der Offenbarung. Henry Gretton Guinness zeigt anhand von Daniel, Paulus und Johannes, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, dass niemand anders als die römisch-katholische Kirche die Hure Babylons ist, aus Offenbarung Kapitel 17. Das Buch der Offenbarung beginnt mit Jesus Christus, der sagt, und lasst mich eben meine Bibel dabei nehmen, dass ich das korrekt wiedergeben kann. Ich kenne das Zitat nicht wortwörtlich aus der Offenbarung, aber es steht geschrieben, Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engeln seinem Knecht Johannes gesandt. Es geht also um die Offenbarung Jesu Christi. Das Buch der Offenbarung wurde zwar auf dieser Erde irdisch niedergeschrieben durch den Apostel Johannes, aber diktiert wurde es ihm von Jesus Christus. Jedes einzelne Wort aus dem Buch der Offenbarung spricht Jesus Christus selbst. Und damit werden wir im vierten Vortrag von Henry Gretton Guinnesses Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht fortfahren. Wir haben die Prophezeiungen des Propheten Daniel aus dem Alten Testament gelesen und von Henry Gretton Guinness erklärt bekommen. Wir haben die Prophezeiungen von Paulus jetzt besprochen und wir werden nächstes Mal im vierten Vortrag fortfahren und werden die Prophezeiungen von Jesus Christus, niedergeschrieben durch Johannes, besprechen und erfahren, wie Henry Gretton Guinness anhand der Prophezeiung den Romanismus erklärt. Und mit dem Romanismus meinen wir die römisch-katholische Kirche, die von sich selbst in Anspruch nimmt, die einzige unfehlbare apostolische Kirche zu sein. Und dabei ist sie die Kirche des Verderbens. Wir müssen immer und immer und immer wieder betonen, kommt zurück auf die Bibel. Lest eure Bibel. Akzeptiert Jesus Christus als euren Erlöser und Erretter. Studiert eure Bibel. Und lernt Jesus Christus kennen. Lest eure Bibel. Maranatha.